Kraft, gehen damit zurück in der Tagesordnung und setzen fort mit Tagesordnungspunkt 5, Ausschreibung der beigeordneten Stelle für Wirtschaft, Digitales, Personal und Sicherheit. Hier liegen mir zwei Anträge vor, von einmal der AfD und einmal von Freien Wählern, Freien Bürgern. Und deswegen darf ich in dieser Reihenfolge bitten, uns Ihre Anträge einzubringen. Und dann frage ich nochmal, ob es Ihrerseits entsprechend weiter einen Gesprächsbedarf gibt. Wortmeldungen sind mir sonst nicht angezeichnet. Bitte schön, Herr Lommel. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer am Livestream. Ja, wir hatten in der letzten Ratssitzung denkwürdige Wahlen gehabt. Drei der Kollegen sitzen jetzt hinten, sind gewählt worden. Einer hat es nicht ganz geschafft und es sollte ja eigentlich noch eine weitere Wahl stattfinden, die dann doch Gott sei Dank nicht stattgefunden hat, nämlich deswegen, weil das komplette Ressort noch gar nicht so ausgeschrieben war. Und wir hatten unser Fraktionsvorsitzender auch Klage eingereicht, das hat sich Gott sei Dank erübrigt. Das Rathaus hat letztendlich das auch selbstständig richtig gemacht, dass eben, bevor man so eine Stelle letztendlich besetzt, muss sie ausgeschrieben werden. Das ist jetzt geschehen und ja, wir gucken uns mal die Ausschreibung an. Wir haben es uns auch angeguckt. Da haben wir gesehen, Bestenauslese hat dort nicht allzu viel festgestanden. Es waren alle sehr, sehr lose Begriffe, die dort angeboten worden sind. Und dabei sind es sehr wesentliche vier Punkte meines Erachtens, bei denen wir qualifizierte Leute brauchen. Nämlich erstens das Thema Digitalisierung. Ich glaube, Digitalisierung wird in Zukunft das sein, wo die Behörde entweder Akzeptanz findet oder wenig Akzeptanz. Also sprich, extrem wichtig, dass in Zukunft die Leute vom Rechner zu Hause die Behörde erreichen. Zweitens Wirtschaft. Wurde in der Vergangenheit sehr stiefmütterlich behandelt, ja, hatte kein eigenes Ressort gehabt, wurde nicht so viel wahrgenommen. Das steht jetzt hier drin, ist vielleicht eine Hoffnung, dass in der Stadt gerade, was Mittelstand was angeht, ein bisschen zugelegt wird. Drittens, Personal brauche ich nicht zu sagen, es ist eine Großstadt. Wir haben sehr viele Angestellte, sehr viele Leute, die hier in Lohn und Brot sind. Da bedarf es eine hohe Kompetenz, solche große Einheiten auch zu leiten. Letztes Thema Sicherheit, brauche ich auch nicht viel zu sagen, ist ein wichtiges Thema. Was fällt der Verwaltung ein? Sie fällt ihr ein, dass sie nicht mal einen Hochschulabschluss dafür für irgendeinen Bereich verlangt, sondern das wäre am besten, wenn es so wäre. Wir finden das sehr schlecht. Wir haben deswegen einen Ergänzungsvorschlag gemacht und haben gesagt, das sollte so sein. Jetzt kann man sagen, habt ihr von der linken Seite schon gehört, ja, Akademisierungswahn und ähnliche Sachen. Nein, das sehen wir anders und wir sind in guter Gesellschaft durch viele andere Großstädte, die das auch verlangen. Und deswegen haben wir das in unserem Ergänzungsvorschlag vorgeschlagen. Zweitens, wir sind der Meinung, es sind vier sehr große Gebiete, die hier verlangt sind und es kann nicht jeder alles sehr gut können, das ist auch klar. Aber dass wenigstens jemand aus einem Gebiet ein erwiesener Fachmann wäre, das wäre doch wünschenswert. Wenigstens Digitalisierung oder Personal oder Wirtschaft, das oder Sicherheit, dass er dort eine überragende Leistung zu bringen hat. Wir reden hier von Beamtentum Bestenauslese und nicht von Politikerauslese. Also für mich wäre das sehr wichtig, dass das auch in der Ausschreibung deutlich kommt. Warum ist das wichtig in der Ausschreibung? Weil dort die Leute nur angezogen werden, wenn sie merken, dass wir es ernst meinen. In den Zeitungen war in der Vergangenheit nur die Rede darüber, ob der Herr Kaden teilnimmt oder nicht bei der Wahl. Da war ich nicht ganz sicher. Besser wäre, wenn es heißen würde, mal gucken, wie viele und dass so möglichst viele kommen. Und dann meinetwegen auch Herr Kaden, selbstverständlich, aber da ist immer das sehr Gute, der größte Feind des Guten, dann werden wir sehen, was rauskommt. Und da wäre es sehr wichtig, dass wir eine große Auswahl für diese große Stadt haben. Und das hat diese Ausschreibung meines Erachtens nicht deutlich genug gemacht und deswegen unser Setzungsvortrag. Daher meine Aufforderung hier in das Plenum, nehmen Sie unseren Vorschlag an, dass wir hier ein bisschen eine klarere Linie bringen in der Ausschreibung. Da sind wir in einer guten Gesellschaft mit allen anderen Großstädten, die das ähnlich gemacht haben. Da haben wir nämlich uns eine Anleihe genommen. Vielen Dank. Und jetzt für die Freien Wähler, Herr Nitsche.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren hier und daheim, unser Antrag soll etwas Ehrlichkeit in diese Debatte um die Besetzung der beigeordneten Stelle zurückbringen. Und aus dem Grund empfehlen wir Ihnen allen, uns zuzustimmen und die Wahlen zum Beigeordneten für die Geschäftsbereiche Finanzen und Wirtschaft nach der Kommunalwahl 2024 auszuschreiben. Warum? Wir haben in Dresden aktuellen Geschäftsverteilung mit effektiv gesehen 7 Geschäftsbereichen. 2 davon sind unbesetzt, zumindest nicht mit einem Bürgermeister. Einer soll jetzt ausgeschrieben werden, den anderen Geschäftsbereich führt der Oberbürgermeister. Das ist eine Fülle an Macht für den Oberbürgermeister. Das kann man machen, aber unserer Meinung nach über einen beschränkten Zeitraum. Denn, das haben wir gerade vom Oberbürgermeister vor wenigen Minuten gehört, es ist eine sehr große Herausforderung. Es ist schwierig, eine klare Zuordnung von Kompetenzen zu finden. Und es ist, auch das ein Zitat, eine personelle und strukturelle Herausforderung. So, was spricht für einen Bürgermeister für Finanzen? In der aktuellen Situation haben wir einen Haushalt in Dresden, der unter anderem mit Schattenhaushalten ausgestattet ist für die Stadt. Ich denke da nur an die Verschuldung bezüglich Steierstadion, an den Verwaltungspalast, der gebaut wird. Diese Verschuldung für die Gesamtstadt ist existent und diese Verschuldung soll noch weiter ansteigen durch den Ankauf von Wohnungen von der Vonovia. Und wir sind der Meinung, auf Finanzen sollte man ein besonderes Augenmerk haben, denn Geld entsteht nicht nur dort, wo es bewilligt wird, Geld muss man auch genau beobachten. Was spricht dafür für die Verschiebung der Wahlen in das nächste Jahr? Wir haben aktuell Ungleichgewichte bei der Verteilung der Ämter in den Geschäftsbereichen. Ich gebe Ihnen 2 Beispiele. Unsere Kulturbürgermeisterin, sie ist heute nicht da, ist scheinbar nicht ausgelastet mit ihrem Amt. Sie bekommt neben der Thematik Fachkräften, welche sachlich und fachlich eigentlich in den Geschäftsbereich der Wirtschaft gehören würde, noch ein halbes Dutzend Aufsichtsratsposten höchstwahrscheinlich dazu. Dieser Geschäftsbereich ist wahrscheinlich etwas zu klein beschnitten. Der nächste Punkt, Ordnung und Sicherheit sind getrennt. Das ist eine unheimlich wichtige Säule der Daseinsvorsorge. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, weil damals habe ich selber mitgearbeitet. 2005 ist die CDU mit dem Wahlkampfslogan "Versprochen gebrochen" gegen Herrn Schröder in den Wahlkampf gezogen zur Bundestagswahl. Und das, was die CDU jetzt macht, wenn sie dem Ganzen hier wieder zustimmt und bei dieser Trennung von Ordnung und Sicherheit bleibt, das ist im Grunde genommen die Fortsetzung der Schröderschen Politik, zumindest insoweit, als dass man die Argumente, die gegen die Schrödersche Politik aufgeführt wurden, dann gegen die CDU anführen kann. Das ist unheimlich traurig, dass die CDU so da niedergeht. Man kann ihr leider zuschauen. Ich zitiere die CDU unter dem Punkt "Langfristig denken", hat sie die These 7, Ordnung und Sicherheit gemeinsam aktiv gestalten. Dresden setzt neben konsequenter Strafverfolgung auf strategische und effiziente Prävention. Meine Damen und Herren, wenn Sie sich das vornehmen, bitte halten Sie sich doch in Zukunft an das, was Sie in Ihren Beschlüssen mit haben. Führen Sie es zusammen. Passen Sie auf Ihre Kernkompetenzen auf. Wenn Sie jetzt keine klare Linie dabei zeigen, verlieren Sie bei den nächsten Wahlen weiter Stimmen. Wir, meine Damen und Herren, wir vertrauen den Dresdner Bürgern, wir vertrauen ihrer Kompetenz bei der nächsten Kommunalwahl und wir sind optimistisch, dass auch die Entzerrung der Bürgermeisterwahlen, dass nicht alle so kompakt gebündelt auf einmal gewählt werden, sondern dass es in Jahresscheiben stattfindet, sinnvoll ist, weil man dann nämlich etwas erreichen kann, was bei den Wahlen aktuell nicht erkennbar ist. Und zwar erreicht man dann weniger Verteilung, mehr Besetzung und diese Besetzung nach fachlicher Kompetenz. Vielen Dank.
Soweit die Anträge in der Einbringung. Wird darüber hinaus das Wort gewünscht? Ja, ich habe es gesehen. Herr Lichti, Sie sind dran. National machen, auch wenn es schwerfällt. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir müssen uns jetzt schon zum wiederholten Mal diese Leier von der ganz rechten Seite anhören, dass hier das beamtenrechtliche Prinzip der sogenannten Bestenauslese, ich will vielleicht für den Nichtjuristen sagen, ist wirklich ein seltsames Wort, der kommt, sage ich mal, aus der preußischen Geschichte des 19. Jahrhunderts, also ist ganz lange her, heißt halt juristisch Bestenauslese. Was ist damit gemeint? Es ist damit eigentlich gemeint, ein beamtenrechtliches Auswahlverfahren, was dann letztlich auch an Artikel 33 Absatz 5 des Grundgesetzes wurzelt und was für die normale Verwaltung völlig richtig und in Ordnung ist. Nur, und das ist Ihr grundsätzlicher Denkfehler, und dieser Denkfehler offenbart eben auch ein grundsätzliches, nicht nur einen rechtlichen Denkfehler, sondern eben auch einen demokratietheoretischen Denkfehler. Und den versuche ich Ihnen einfach mal jetzt zu erläutern. Ich weiß, bei Ihnen ist es vergebene Liebesmühe, aber vielleicht auch hier für die Öffentlichkeit, um da mal ein paar Dinge klarzustellen. Der Beigeordnete, der hier gewählt werden soll, die Beigeordneten sind formal Beamte auf Zeit. Sie sind sie formal. So sind sie eingeordnet. Allerdings von ihrem Inhalt her, von ihrem Grundgedanken her, sind sie keine Beamte, sondern sie sind, wie es Frau Jäding war es, glaube ich, bei ihrer Vorstellung zu Recht gesagt hat, Vertreterinnen und Vertreter des Stadtrates. So steht es in der Gemeindeordnung drin. Sie haben also die politische Aufgabe, in der Stadtregierung neben dem Oberbürgermeister als Leiter der Verwaltung den Stadtrat zu repräsentieren und in dieser Form an der Verwaltung der Stadt zu beteiligen. So ist es. Und deswegen kommt es im Kern, auch wenn Ihnen das schwerfällt zu verstehen, auf politische Kompetenzen an. Auf politische Kompetenzen an. Nun ist es mehr als wünschenswert, wenn politische Kompetenz und fachliche Kompetenz übereinstimmen. Nur das ist wieder die eierlegende Wollmilchsau, das mag mal vorkommen, ist aber nicht der Normalfall. Und ich sage Ihnen noch mal eines, mir graut es vor vermeintlich unpolitischen Fachleuten in der Verwaltung oder in der Regierung, die dann ohne politische Verantwortung dann irgendetwas entscheiden, was aber für die Bürgerinnen und Bürger ganz erhebliche Auswirkungen hat. Und jetzt sind wir bei Ihrem Demokratieverständnis. Was Sie im Grunde fordern, wenn Sie dieses Schild Bestenauslese jetzt hier in jeder Stadtratssitzung vor sich hertragen, dann heißt es nicht mehr und nicht weniger, als dass Sie die demokratische Verantwortung der Beigeordneten negieren. Dass Sie negieren, dass diese Beigeordneten, so unterschiedlich sie jetzt sind in ihrer politischen Zusammensetzung, genau deshalb so politisch auseinander zusammengesetzt sind, weil eben auch dieser Dresdner Stadtrat und die Dresdner Bevölkerung eben auch in dieser politischen Breite sich aufstellt. So. Und deswegen ist es gut und richtig, dass hier die politische Kompetenz eines Bewerbers im Vordergrund steht. Jetzt haben wir hier natürlich eine Bewerbung vorliegen oder einen Zuschnitt, den wir hier absegnen sollen, der natürlich in sich völlig unschlüssig ist und der nur aufgrund der Bewerbung eines bestimmten Kandidaten, dessen kleiner, sehr schmalbrüstiger Geschäftsbereich Wirtschaft, was der Wunschbereich war, jetzt etwas aufgeplustert werden sollte, damit es ein bisschen mehr hermacht. Der Herr Oberbürgermeister Hilbert redet sich das dann schön, wie gerade eben wieder, indem er sagt, naja, also es müssen da Querschnittsbereiche, muss jeder ein bisschen kriegen. Sorry, das überzeugt einfach nicht. Und da muss ich Herrn Litsch leider recht geben. Die Trennung der Bereiche Ordnung und Sicherheit ist alles andere als überzeugend. Sie ist nicht nachvollziehbar. Und sie ist nur damit zu erklären, dass man, ich weiß nicht, warum Frau Jäding sich das hat anziehen lassen, dieses Ressort, ist mir völlig unverständlich. Und da musste aber dann auch noch für Herrn Kahn, also das ist alles in sich total unschlüssig. Aber was dann Thorsten Litsche fordert, da die Wahl zu verschieben bis nach den Kommunalwahlen, ist absurd. Vielleicht hat er letztes Mal zugehört bei meiner Rede, das mag ja sein, wo ich gesagt habe, dieser Finanzbereich, Oberbürgermeister oder wie man ihn jetzt nennen will, wir sind ja noch gespannt, wie es dann am Schluss aussieht, ist ja natürlich politisch nichts anderes als die Frage des Finanzbürgermeisters in die Hände des nächsten Stadtrates und der dortigen Mehrheitsverhältnisse zu legen. Aber um jetzt noch weiter die Dresdner Stadtverwaltung zu schwächen und diese Wahl aufzuschieben, ist
glaube ich, nicht angezeigt. Was ich eigentlich viel spannender finde, und das zum Schluss, Herr Kaden hat ja seine Wiederkandidatur noch nicht erklärt, soweit ich das verstanden habe. Ich habe auch ein sehr großes Verständnis, wenn er sagt, ich werde mich diesem Risiko von der eigenen Fraktion wieder gemeuchelt zu werden, dem werde ich mich nicht noch einmal aussetzen. Herr Kaden, das kann ich vollkommen nachvollziehen, dass Sie sagen, da habe ich wirklich keine Lust drauf. Aber wenn Herr Kaden dann tatsächlich nicht mehr kandidiert, was machen wir denn dann mit dieser Ausschreibung? Dann passt diese Ausschreibung ja überhaupt nicht, ja? Weil sie ist ja genau auf Sie zugeschnitten. Kommen Sie bitte zum Schluss. Oder glauben Sie dann, dass Sie mit dieser Ausschreibung dann einen neuen Kandidaten gewinnen können? Also, meine Damen und Herren Oberbürgermeister, ich prophezeie, wir werden uns auch in 2 oder 3 Monaten mit einer neuen, geänderten Ausschreibung zu beschäftigen haben, wenn Herr Kaden wieder in sich gegangen ist und gemerkt hat, dass der Job, den er bisher hat, vielleicht doch ganz angenehm war. Vielen Dank. Als nächste Wortmeldung Herr Laczynski. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, eigentlich wollte ich es nicht zu dem Tagesordnungspunkt sagen, aber nachdem, wie Herr Litschi schon sagte, in sich unschlüssigen Geschäftsbereich zuschnitten, würde ich auch mal auf die in sich zu unschlüssige Rede eingehen, die er gerade gehalten hat. Er war ja der Meinung, dass... hat jetzt ernsthaft die Frage aufgemacht, ob Wahlbeamte Beamte sind oder Politiker. Ich würde Ihnen mal einen Hinweis geben, wir haben eine Ausschreibung, die bezieht sich unter anderem auf den § 30 des Sächsischen Besoldungsgesetzes. Wenn Sie dann den Geltungsbereich sehen, werden Sie feststellen, dass dieses Gesetz ausschließlich für Beamte gilt und nicht für Politiker. Dass Sie natürlich Angst haben davor, dass sachorientierte Experten eine bessere Arbeit machen können als irgendwelche Ideologen ohne jegliche Qualifikation, kann ich vollkommen nachvollziehen. Aber genau deswegen gibt es ja genau diese Ausschreibung, weil es eben eine Beamtenstelle ist und keine Politikerstelle. Ansonsten wäre es nur eine Wahl. Das bitte ich Sie zu berücksichtigen bei dem, was Sie zukünftig von sich geben. Danke. So, weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Dann könnten wir zur Abstimmung schreiten. Als mal den weitergehenden Antrag würde ich zunächst mal den von den Freien Wählern und Freien Bürgern abstimmen. Als Ersetzungsantrag, dann den Änderungsantrag AfD und dann kommen wir zum Ausschussbericht, den wir als drittes dann zur Abstimmung stellen würden. Also, wer für den Ersetzungsantrag Freie Wähler, Freie Bürger ist, der müsste sich jetzt mit Ja stimmen.16 Ja-Stimmen, 51 Nein-Stimmen und keine Enthaltung, damit abgelehnt. Und jetzt kommen wir zum Änderungsantrag der AfD. Wer mal dieser folgen möchte, den bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen. Ja-Stimmen, 51 Nein-Stimmen, 3 Enthaltungen, hat auch keine Mehrheit gefunden. Und last but not least kommen wir somit über den unveränderten federführenden Ausschussbericht zur Abstimmung. Wer dem Ausschussbericht folgen möchte, müsste jetzt mit Ja stimmen. Ja-Stimmen, 36, 25 Nein-Stimmen, 6 Enthaltungen, damit so beschlossen und würde damit so auf die Reise gehen. Wir haben die Punktlandung geschafft, 18.30 Uhr und damit gehen wir in die Pause und sehen uns 19 Uhr zur Fortsetzung.